Auf geht's zur Wiesn! Zapfdüs! Herrschaften, also das allererste Wiesn-Gaudi-TV-Interview dieses Jahr findet mit dem Ochsen-Toni statt. Hallo, wie geht's? Antoni geht's gut, solange es die Ochsen gut geht und der Familie und die Ochsen. Dann geht's Antoni auch gut. Der Toni hat zwar abgenommen jetzt an Geschwindigkeit, aber er ist trotzdem noch frisch. Was haben wir heute für zwei dabei? Heute haben wir einen Jackerl und wenn wir einen Hagenwickel fahren, natürlich einen Wickel. Okay. Aber er war dabei. Nein, der Wickel war vorhin so schwer verletzt und da vorhin so war der Muckerl dabei. Was ist dieses Jahr neu? Gibt es irgendwelche Veränderungen neu? Ja, eigentlich gibt es nicht. Ich hoffe, dass es nichts gibt. Ich weiß nichts, dass was Besonderes war. Nein. Wir fahren jetzt schon. Also morgen beim Trachten und so fahren wir zum 23. Mal. Und das ist jetzt schon. Tradition, also da wäre ich nicht einmal bei der Nacht mehr wach, dass ich mich aufrege. Der Mann ist völlig unaufgeregt. Wie sind denn die Ochsen drauf? Wie ist die Stimmung bei den Ochsen? Ochsen sind alle in der Stimmung, wie ich bin. Wenn ich gut drauf bin und eine Hektik aufbringe, dann haben es die Ochsen auch nicht. Wenn ich spät drauf bin und bringe eine Hektik, dann sind die Ochsen auch nicht los. Seit wann steht sie schon da? Wir haben glaube, um 3:30 dafür gefordert und um 6 sind wir weggefahren. Um 7:30 waren wir beim Spatenbräu, dann haben wir Weißwurst gegessen, dann haben wir die Ochsen getrinkt. Und ja, dann haben wir runtergekommen, um 9:15. Seit 9:15, 9:30 stehen wir. Das wäre mir sauber zu anstrengend. Wird es eine friedliche Wiesn, was meinst du? Morgen wird es eine friedliche Wiesn. Generell Wiesn, dein Gefühl? Mein Gefühl ist, wenn ich das selber so betrachte oder verfolge, die Wiesn verfolge ich zu jeder Stunde. Ich hoffe, dass nichts passiert. Ich hoffe, dass nichts passiert, dass es keine Anschläge gibt. Das war mein größter Wunsch. Sonst habe ich eigentlich nichts. Dann wünschen wir noch eine friedliche Wiesn und bis zum nächsten Jahr. Dankeschön. Und da sehen wir uns wieder, gell? Sehen wir uns morgen nicht? Ja, morgen seid ihr. Wiedemeyerstraße. Na gut, dann sehen wir uns morgen auch. Dann reden wir was anderes. Das war. Servus, bitte.